Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, fab.io. Heute zeige ich euch, wie man mit dem Controller ein Spiel machen kann, das man mit Controller spielen kann in GDevelop. Dafür mache ich jetzt erstmal, nehme ich das Plattformer hier, nenne es natürlich wieder um. Aber nehme hier diesmal Plattformer, weil ich kann den einfach verwenden, um damit zu spielen. Also, ich mache dann einfach das Ganze hier von, wo ist es? Ah ja, ich habe jetzt hier alles gelöscht, weil ich die Sachen in-game gelöscht habe. Denke ich, ist jetzt hier auch alles weg. Ah ne, hier unten ist alles. Also, dafür braucht, um mit Controller das zu machen zu können, braucht ihr das Behavior. Klickt auf Suchen für Extension. Gibt Controller ein, Gamepads oder Controller. Install. Und dann habt ihr das hier. Das könntet ihr öffnen und noch bearbeiten. Aber das funktioniert schon so. Also dann sage ich einfach, jetzt hat hier Left Button und Right Button. Mache jetzt erstmal, gehe ich auf Other Conditions, Gamepads ganz unten. Sag Gamepad Stick Pushed Axis. Dann nehme ich hier den Controller 1, weil wir haben dann später zwei Spieler, mache ich dann. Nehme hier Left und sag Left, dass jetzt dann das nach links läuft. Sag OK und kopiere das dann und mach das so. Dann setze ich das einfach mit Right und sag Simulate Right Key Press. Okay. Dann würde jetzt das schon gehen. Springen mache ich gleich. Kann ich mit Controller. Man hört es hier. Hin und her laufen. Ja, genau. Jetzt mache ich noch Springen. Das mache ich einfach mit der X-Taste auf dem PlayStation Controller. Es geht auch mit Xbox und Steam Controller. Ja. Also dann mache ich Gamepad press, Button Pressed, wieder 1, wieder 1. Und der heißt auf PS4 Cross. Ich sage OK. Und dann kann ich jetzt halt auch springen. Oder ich könnte springen. Ich weiß nicht, was falsch ist. Muss ich nochmal schauen. Ah, ich habe hier noch nichts gemacht. Einfach so. Jetzt halt hört man schon, ich kann springen. Und ich kann jetzt schon alleine das Level spielen. Mit Controller. Okay. Jetzt mache ich noch Multiplayer. Also mit Multiplayer meine ich nur, dass an einem PC oder Handy zwei Spieler spielen können. Also nehme ich mir das hier und kopiere das Ganze. Hitbox 2 und Player 2. Genau. Und ziehe das dann hier dazu. Aber was ich mache, ist, dass wenn jetzt hat das gleiche wie hier passiert. Aber hier sage ich jetzt 2. Ihr könnt es auch mit bis zu 4 Controller machen. Sage ich Hitbox 2. Und dann kann ich das noch für rechts machen. 2. Da auch 2. Warte, hier das wieder kopieren. Sag wieder 2. Und da auch 2. Sag okay. Das hier unten kann ich löschen. Speichere das Ganze mal wieder.
Das kann man löschen, weil wir es jetzt eh entfernt haben. Die können wir jetzt auch mal löschen. Jetzt gehen wir hier hoch bei dem, was hier ist. Oder ja. Jumping. Hitbox 2. Player set to. Also Player 2 natürlich. Player 2. Sag okay. Hitbox ist falling. Hitbox 2 ist falling. Player 2. Hitbox ist on floor. Hitbox 2 ist on floor. Hitbox 2 ist not moving. Hitbox 2 ist moving. Set Player 2. Player 2. Okay. Das würde jetzt bedeuten, dass das schon mal funktioniert. Okay. Also irgendwas stimmt jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wo das ist mit, dass es das gleiche machen soll wie. Also, Hide Player Hitbox 2 auf jeden Fall. Ah, hier, Change Player 2. Player Hitbox 2. Und hier auch 2. Ich habe jetzt hier leider keine zwei Controller zum Testen, aber es würde jetzt auf jeden Fall mit zwei Personen funktionieren. Genau. Und was man jetzt noch machen könnte, das ist, wenn, nur wenn es erkennt, dass es zwei Controller sind, dass es den zweiten Spieler macht. Es spawnt halt. Oder wenn nicht, dann tut es ihn löschen. Gamepad connected 2. Das bedeutet dann, dass es Player 2 Show machen soll. Sonst machen, sagen wir hier oben Show, Hide Player 2. Das wäre jetzt halt, wie in meinem Fall, dass es nur eine einen gibt, einen Spieler. Und man kann das jetzt halt eigentlich überall mit Controller spielen. HTML-Datei als Exe für den PC und auf Handy. Ja. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.